Am Dienstag gab es Tumulte, als die Eintrittskarten für das Spiel Dortmund gegen Real verkauft wurden. Heute begann der Vorverkauf für das Spiel Magdeburg gegen Dortmund. Tumulte gab es nicht, aber der Andrang, schauen Sie mal, ist riesig gewesen. Das Spiel findet am 8. Juli 18 Uhr in Magdeburg statt. 2000 Karten wurden heute verkauft. 12.000 Vorbestellungen gibt es bereits. Mal sehen, als was Dortmund dann kommt. Nur als Vizemeister oder Champions League-Finalist oder aber gar als Sieger. Auf jeden Fall wird das ein tolles Fußballfest da in Magdeburg. Ja, das ist Zukunftsmusik. Die Gegenwart, die heißt heute Lok Leipzig. Und in Magdeburg dreht sich derzeit alles um den Kapitän, um Marco Kurt. Der wurde nach öffentlichem Gemaule gegen den Trainer vor 3 Wochen suspendiert, hielt sich ganz alleine im Erzgebirge fit. Dann gab es in dieser Woche einen Friedensgipfel. Andreas Petersen lud seinen Kapitän zum Gespräch ein. Die Herren sollen sich ausgesprochen haben. Und jetzt schauen wir mal, was der Friedensgipfel gebracht hat. Spielt Marco Kurt von Beginn an, Bodo Böck? Ja, Marco Kurt spielt, ausgestattet auch mit der Kapitänsbinde, also die Kuh ist vom Eis. Und alle Beteiligten, das ist das Schöne, haben das Gesicht gewahrt. Beispielhafte Konfliktlösung in Magdeburg. Andreas Petersen sagt, mit ihm wird die Qualität auch noch steigen. Der 1. FC Magdeburg in Weiß, aber mit Fehlern im Spielaufbau in dieser Phase. Und Lok hellwach. Und sie machen das 1:0. Durch Grantner, 21. Minute, der war auch schon beim 3:0 Hinspielerfolg unter den Torschützen. Vorarbeit von Albert Spahiu, kein Abseits. Und dann das 1:0. Marco Rose hatte ja gesagt, wir müssen wacher auftreten. Also, die Jungs wirken sehr, sehr ausgeschlafen. Da hat er sie wachgerüttelt mit seiner Ansprache nach der Niederlage in Jena. Magdeburg auch spielerisch stark. Sie setzen sich hier durch und haben die Szene, die hätte bald zum 1:1 führen können. Beil macht das ganz geschickt nach Vorarbeit von Sowislo. Aber es heißt ja, es gibt zu viele Chancen, die der 1. FCM auslässt. Nächste Möglichkeit, wieder über die linke Seite. Und das ist der Torschütze vom Dienst. Das ist Christian Beck. Nachschuss von Kurt, vom Kapitän. Mit der Innenseite eher ein Schüsschen. Die Antwort seiner Mannschaft ist nicht schlecht. Jetzt haben sie das Zepter in der Hand. Hochinteressantes Spiel. Wieder der 1. FC Lok Leipzig über den überragenden Grantner, den 24-Jährigen. Und hier haben sie die große Möglichkeit zum 2:0. Das ist Rohrleder, der vergibt. Das ist ja kaum zu fassen. Es wäre die Vorentscheidung nach Vorarbeit von Christoph Schulz. Sie schießen zu wenig Tore, die Leipziger. Hier wird klar, warum dies so ist. 41. Minute. Magdeburg mit Kurzpassspiel und mit Viteretti. Da kommt Reinhardt. So ist der Fußball. So kann es gehen. Lok hatte die Möglichkeit zum 2:0 und Magdeburg macht das 1:1 durch den zweiten Saisontreffer von Reinhardt. Turbulente Schlussphase in den ersten 45 Minuten vor 6.200 Zuschauern. Freistoß Lok Leipzig. Grantner, was macht der Grantner für ein Tor? Ein sensationelles Tor! Das 1:0 hat er markiert und jetzt das 2:1. Wiederführung für Lok Leipzig. Und das war ein Strich. Ganz einfach diesen Treffer zum Genießen. Wieder kein Heimsieg für Magdeburg. Den letzten gab es am 28. Oktober gegen Torgelow. Das ist lange, lange her. 2:1 also für Lok Leipzig, hinein in den zweiten Durchgang. Freistoß Magdeburg, Kurt. Rolleder und ein Eigentor. 2:2, so kommt Magdeburg zum Ausgleich. Und Rolleder wird zur tragischen Figur. Hätte die Führung für Lok Leipzig markieren können. Und jetzt ein Eigentor nach 50 Minuten. Da müssen wir noch einmal ganz genau hinschauen. Ein Ping-Pong zwischen Christopher Geng, dem Torwart, und Rolli, der als Stürmer da mit zurückgeeilt war. Ecke Magdeburg.
Beck, das ist seine Spezialität. Der Winterneuzugang hat eingeschlagen im Team von Andreas Petersen. Und Beck sagt, die Mannschaft hat mich toll aufgenommen. Die Flanken und ich brauche da den Kopf eigentlich nur noch hinzuhalten. Dramatisches Spiel, spannendes Spiel und Beck ganz allein gelassen. Und jetzt macht er's. Sechster Saisontreffer für ihn. Magdeburg dreht dieses verrückte Spiel nach 1:2, jetzt 3:2. So frei dürfen sie den Torjäger natürlich nicht lassen. Herrlich, wie er das gemacht hat. Und dann Spielunterbrechung, weil Böller gezündet wurden. Etwa 10 Minuten dauert das Ganze. Dann haben sich die Gemüter beruhigt und es geht weiter mit einer Offensive des 1. FC Lok Leipzig, die natürlich das 3:3 erzielen wollen und fast schaffen sie es. Wieder dieser Rollleder. Was ist denn das für ein Spiel für ihn? Also wenn jemand auch Pech hat am heutigen Tag, dann ist es Rollleder, der Stürmer des 1. FC Lok Leipzig. Es ist ja kaum zu glauben. Partie liegt in den letzten Zügen. Magdeburg nur noch in der Defensive. Es spielt der 1. FC Lok Leipzig mit Grantner. Grantner, wieder so ein Sensationsschuss. Fast. Nicht immer klappt es. Der 24-Jährige, der aus Hohenstein-Ernsthal kam, mit einem super Spiel. Und jetzt haben sie noch eine Möglichkeit, eine einzige, dieser Freistoß. Und der ist bei Matthias Tischer in den besten Händen. Dann ist Schluss. Hendrik Backens, bitte. Es ging gar nicht um mich. Nie ging es um mich. Es ging einfach nur um eine Sache. Und da habe ich klipp und klar gesagt, dass es der falsche Ort war. Aber es war nicht angebracht dort. Und wenn es um die Sache geht, finde ich, ist es immer wichtig. Und ich hoffe, dass wir ein Stück vorankommen mit mir. Treff ihn gut, geht genau in den Winkel. Ich meine, den Tor schießt man einmal im Jahr, aber ist egal. Und wir haben verloren und es ist bitter. Dramatisches Spiel. Mit einem glücklichen Gewinner, 1. FC Magdeburg. Sie können zu Hause noch siegen, René Kindermann. Jawohl, alles gesagt zum Spiel. Damit der Blick auf die Ergebnisse in der Regionalliga. Schauen wir mal gemeinsam drauf. Also, gerade gesehen, das Spiel, unglaublich. Magdeburg gegen Lok Leipzig 3:2. Dann Union Zweite gegen Halberstadt 1:1. Neustrelitz gegen Rathenow heute 1:0. Und Herthas Zweite gewinnt wie Herthas Erste, die aber in Cottbus mit 1:0. Die anderen Ergebnisse allesamt von gestern. Mit Blick auf Tabelle, RB Leipzig jetzt mit 18 Punkten vor Jena. Die können aber noch 24 Punkte sammeln. Gespielt wird ja noch bis Ende Mai. Also, naja, gut, wir wollen keine Spannung machen, aber so ist es halt. Jena 42 Punkte dahinter, die Besten vom Rest. Zwickau, Meuselwitz, Magdeburg verharrt auf Platz 7 mit 33 Punkten. Dann finden wir Halberstadt auf 9, Lok Leipzig, Plauen da auf den Plätzen 11 und 12 und Auerbach mit 3 Punkten Vorsprung vor der zweiten Mannschaft von Energie Cottbus.